Mit wem möchtest du gerne reden? Ben? Ach so, mit dem Shen. Ja, machen wir doch. Auf je. Die Suche habe ich. Ja. Na dann. Es scheint mir fast, als wäre eine Ewigkeit vergangen, seitdem ich das Juwel zum letzten Mal in meinen Händen hielt. Meine Erinnerungen kommen zurück. In meiner Jugend war ich ein eingebildeter Narr. Ich weiß, es wird euch nicht leicht fallen, euch das vorzustellen. Aber es ist die Wahrheit. Auch wenn es schon sehr lange her ist. Was sollten wir jetzt tun? Nun, Dirges ist entkommen. Und es immer ist diese Dirges, dass ich ihn finde. Yes, Erfolg. Sensationell. Geil. Okay, ich mach mal schnell. Ach ja, komm mal her. Ich hab ja da noch was für dich. Ach je. Komm, sitz. Ja, ich mach es mal leer. Bekommst du all deinen Plunder, bekommst du wieder hier. Yay. Yay. Braucht denn nicht den Scheiß hier auch. So, ich verkaufe jetzt mal hier wieder. Das behalten wir. Was ist... Ah, seltenes Amulett. Kommt weg. Weg, weg. Naja, schade eigentlich, aber weg. Kannst du den seltenen Brustschutz gebrauchen? War der gut für dich? Ach, nee, das ist schon alles gut. Okay, gut, dann nicht. Okay, dann nicht, nein. Ich helfe euch gern weiter. So, ich repariere einmal gleich. Was haben wir hier denn? Oh, ein legendärer Gürtel. Nee. Das wäre nicht sehr weise. Oh. Aha, ich habe hier einen Gürtel. So, was braucht ihr? Na? Das kann ich nicht tun. Warum kannst du das nicht tun? Hallo? Bist du jetzt bescheuert? Seht euch ruhig um. Also, es geht doch. Meine Fresse. Meine Beutetruhe einmal. Wunderbar. Dann haben wir das mit Shen jetzt auch endlich erledigt. Oh, und da unten hat die Verzauberin hat eine Quest für uns. Wollen wir die machen oder wollen wir erstmal hier die Schlachtfelder der Ewigkeit weiterspielen? Ich würde erstmal gerne mein Inventar jetzt erstmal leer machen. Hast du immer noch nicht, Mann? Ja, lass mich doch erstmal durchgucken hier. Ja, dann guck doch. Alter Hetzmeister. Ich bin kein Hetzmeister, ich bin eine ganz, ganz Liebe. Ja. Ja. Laber du nur, ne? Schon recht. So. Dann gehe ich mal gucken, ob ich eventuell wieder Diamanten herstellen könnte. Mhm. Kombinieren. Oh ja, kann ich. Definitiv. Aber es kostet ganz schön viel, hey. Heieiei. Echt schon mal den teuer inzwischen, ja. Oh ja. Richtig teuer. Halt einfach. Habe ich nicht irgendwas noch, was ich sockeln kann? Ja, ich habe hier noch was zum Sockeln. Schön. Was macht der hier denn? Packen wir den doch mal hier rein. Habe ich noch mehr zum Sockeln? Nee. Okay. So. Es sind wieder viele Gespräche führbar. Oh, Spielstand, Speicherpunkt. Aha. Das ist immer gut. Warum auch immer der hier ist.
Oh, da steht... Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja geil. Was denn? Hier steht so ein kleines Bübchen auf einer Kiste und spielt irgendwie. Keine Ahnung, also ist halt so... Ja, spielt Ritter, würde ich mal sagen. Ja. Ist geil, oder? Witzig. Voll gut. Ach, so Details sind halt echt der Hammer. Ich mag das auch voll, ja. Ist schön. Ah, das mit den Ausrüstungsgegenständen sind das immer wieder so diese Dilemmas. Das ist echt lästig. Wieso? Ja, was man jetzt wieder auf irgendwie Kosten von was anderem an- oder ablegt. Ja, das ist richtig, aber das, deswegen verkaufe ich das meiste einfach immer. Und alter Schwede, aber Elfi sieht mittlerweile richtig, richtig krass aus, ey. Ohne Scheiß, du musst mal ins Pausenmenü kommen, ins Escape-Menü, dann stehen wir, glaube ich, nebeneinander, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Da stehe erstmal nur ich. Bei mir. Aber irgendwo steht man doch nebeneinander. Ja, wo war das? Ich glaube, wenn wir das Spiel dann nachher verlassen oder so. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das sieht schon, weil du siehst auch ziemlich übel aus, muss ich sagen, glaube ich. Ja, ne? Also ich sehe dich jetzt gerade nur halb, weil meine Flacke dich verdeckt. Aber du siehst, glaube ich, auch schon ziemlich brachial aus, muss ich sagen. Also ich mag das Spiel, ganz ehrlich. Stellenweise ist es ein bisschen lästig, aber ich sag mal, zu 99% ist es ziemlich geil. Mhm. Das ist auch mit 100%iger Sicherheit für Sehnenscheidenentzündungen verantwortlich. Ja, und dafür, dass man ja eine Maustaste langsam inzwischen ein wenig hakt. Ja, deswegen habe ich mir jetzt neulich erst eine neue Maus zugelegt. Ja, das steht auch noch an. Weil meine alte Red hat den Geist aufgegeben, deswegen. Also da, da war halt einfach null mehr Widerstand bei der Maustaste bei der linken. Ja. Und die rechte hat auch so langsam aber sicher den Geist aufgegeben. Und jetzt habe ich mir so eine richtig schöne, schmucke Gaming-Maus gekauft, wo man das Schwungrad auch freischalten kann. Mhm, es ist, das ist super. Ja, das ist vor allem auch ziemlich geil, wenn man programmiert und hat so eine Klasse mit keine Ahnung wie viel 1000 Codezeilen. Dann einfach nur hui ja, und runter geht's. Dann schaltest frei und scrollst dir halt runter. Das ist was für, also was für eine ist das? Logitech? Logitech, ich weiß es gerade nicht, warte mal, die G502 ist jetzt nicht die größte davon, aber die ist sehr angenehm in der Hand, finde ich. Ja. Und hat ausreichend viele Tasten mit Copy und Paste und so geschmarrig belegt, weißt du, und da kannst du ja richtig schön effizient arbeiten und zocken, das ist echt geil. Ja, auf jeden Fall. Mhm. War auch gar nicht mal so teuer, irgendwas mit 80 Öcken oder so, wenn ich richtig im Kopf habe. Also ich meine, klar, 80 Öcken für so eine Maus im Endeffekt, ja, aber... Ja klar. Ist schon geil. Und hat auch eine schöne Kordel dran, also ist jetzt ist nicht schnurlos, mag ich nicht. Mich kein Freund von. Und die ist echt gut. Die hat ähnlich wie bei der Rad. Da habe ich ja die Rad 6, ich weiß gerade gar nicht. Rad 5, Rad 6, irgendwie sowas habe ich gehabt. Hm? Die hat auch ziemlich geile Schnur dran gehabt. Ist nicht sehr schön. Nicht schnurlos. Ja, ja. Ja, ja. So, was ist jetzt hier mit Quest? Ja, wollen wir mit den Schlachtfeldern der Ewigkeit weitermachen? Würde ich vorschlagen, oder? Dass wir da mal vorankommen. Ja, machen wir doch mal. Wenn wir dann zurück sind, können wir immer noch ein bisschen palabern. Gut, machen wir so. Also, dann müssen wir wohin? Hier. Hier. Ich habe hier mein Türchen, habe ich. Ach ja, das Türchen, genau, okay. Stimmt, da sind wir ja zurückgereist. So, jetzt brauchen wir diese zweite Belagerungsrune noch. Mhm. Huch. Geil. Ich bin dazu verflucht. Eine Armee aus Blinden anzuführen. Sie merken nicht, dass die Engel aus diesem Reich fliehen und die, die sie noch finden, nur gefangen oder verloren sind. Es erwartet eine große Veränderung. Zieht euch vom Feld zurück, meine Brüder. Manche Schlachten kann man nur mit Waffen gewinnen. Thank you.
Oh, was fliegt denn da die ganze Zeit so rum hier? Ja, die Welt bricht auseinander. Ja, das Gefühl habe ich auch langsam. Vergeltung! Ich brauche mehr Zeit. Lang mit dem Viech. Die Jungs wieder mithelfen. Noch nicht bereit. Lass meine Mädels ab und zu mal mitkämpfen. So, hier haben wir alles. Also das ist ein Schockturm. Ausgeschockt. Hui, das war knapp. Also eine Pütze gefunden. Ja. Ich bin wie so ein kleines Trüffelschwein, bin ich die Pfützenelfi. Die Pfützenelfi. Oh, wen haben wir denn hier? Ja, ich glaube, das ist der die letzte Rune hat. Zumindest sieht er aus mit seinen 120 Millionen Leben. Dimensionen waren da. Ach du Schande, ey. Naja, ich glaube, den kriegen wir aber locker gebucht. Ja, der ist nicht so schnell. Nee. Und verlangsamen kann ich ihn auch noch. Mhm. Also nicht immun dagegen, das ist gut. Ja, wir haben ja schon über die Hälfte, haben wir ja schon. Super. Ja, mehr als gewaltig macht der auch nicht. Nö. Check. Tag. Er beschreibt die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gelben Wo bin ich? Im Zentrum. Reich der Vertriebenen? Da war Sag ich doch was. Na, ich wollte da nicht hin. Ich hab da aus Versehen draufgeklickt. So. Ich weiß nicht, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen? Ja, ich will erstmal hier die Legionen beseitigen. Gut. Danach auf jeden Fall, ja. Ich bin nervenlos hier, gerade die ganzen Affen da. Okay, wunderbar. Dann halt, da ist noch einer. Da ist auch noch so ein komischer Kleiner, noch ein Kleiner. Viele kleine. Jo. Ich glaube, das gibt eine endlose Quelle von diesen die kleinen. Die sollen mich mal angreifen hier. Yeah. Kommt schön mein Dornenfächer ab und zu raus. Bam. Gar nicht so wenig Schaden, habe ich festgestellt. Was sagst du? Er macht gar nicht so wenig Schaden, habe ich festgestellt. Okay. Komm.
oder nicht? Hier haben wir auch noch. Alter, nimmt das denn niemals ein Ende? Das war nur ein Vorgeschmack. Gehen wir einfach gleich rein und lassen den... Ja, komm. Wurm hier Wurm sein. Jetzt nervt's nämlich. Einfach rein hier. Oh, der Wurm verfolgt uns. Ja, soll es probieren. Erst noch kurz auf den Deckel. Noch nicht bereit. Nicht eile. Ja, mach dir keinen Stress. Alles fein, alles gut, alles unter Kontrolle. Halbwegs zumindest. Was denn? Ja, wenn sie mich angreifen, gehen sie einfach in der Menge selber drauf, weil die mich so oft angreifen, dass der so oft auslöst. Okay. Muss ich fast gar nichts mehr machen, das ist ganz witzig. Also muss das sein. Ja. Bam. Bam. Und, nochmal. Komm, haut euch. Oh, oh. Ich brauche mehr Zeit. Schamane des Mondclans. Sind wir jetzt auf dem Mond hier oder was? Also, es sieht ein bisschen so aus, aber. Ach, die Mondis. Die waren witzig. Die sind auch im Zweier gewesen. Ja? Ja, der Mondclan. Ersten Zweier habe ich ja leider nicht gespielt, ne? Ach, du Arme. Ja, es tut mir total leid, irgendwie für mich. Ja. Zu Recht. Schon, ne? Ja. Ich warte immer noch. Komm, fall um jetzt. Also. So. Dann haben wir das hier auch alles. Ach, diese kleinen Frecker, ne? Triffst du schon noch mal so schwer, die Viecher? Ja, ja, weil sie so hin und her rennen einfach. Ist voll nervig. Oh, was kommt da? Ich brauche mehr Zeit. Andere Jo. Das hält aber nicht viel aus. Nee. Da hatten wir, glaube ich, schon mal welche. Kann sein. Hey! Hm? Oh yeah! Noch nicht bereit. Ich glaub, die anderen, der muss dran glauben. Der hält ja so viel aus. Verdammt. Ich brauche mehr Zeit. Ja.
Gott, der hält halt echt scheiße viel aus. Gleich nochmal. Yes! Hat er nicht gehabt? Naja, fünf Teile oder so. Ja. Ja, gut, aber auch nicht die besten. Leider nicht, nee. Ja. Naja. Aber wir haben ihn endlich mal wieder erwischt. Ja. Ist Zeit geworden. Ja. Ach, schon wieder. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Viele bunte Farben. Ja. Ich warte immer noch. Ja, dieser Kackler ist er schon wieder. Der ist ziemlich lästig. Ja. Komm, jawohl, einer ist weg. Eingekalkter Wilder, da. Aha. Letzte. Ich brauche mehr Zeit. Also. Das geht doch. Oh, was war das denn Schönes? Nee, nichts. Nichts Schönes dabei, leider. Okay. Darmschienen werden wieder was. Mach ich zwar weniger Schaden, bin dafür mal wieder noch stabiler. Mhm. Was ja prinzipiell der Sinn von Armschienen ist, ne? Richtig. Ey, aus jedem scheiß Loch kommen die rausgekrochen oder hochgeklärt. So lästig. Wahnsinn. Bleibt doch einfach, wo ihr seid, hey. Unglaublich. Oh, wen haben wir hier denn? Noch ein Marodeur. Ah, ja, genau. Okay, die kriegen wir locker runter. Ja. Daran könnte ich mich gewöhnen. Yeah, Paragon-Stufenaufstieg. Wieder mal. Oh, habe ich auch gehabt vorhin. Kann ich ja nebenbei machen. Ja, du hast immer eine Stufe mehr wie ich. Lebensrecht oder Leben? Oder Rüstung? Habe ich mehr Leben oder mehr Rüstung?
Was hast du? Nee, da gehe ich lieber auf Leben. Aber echt. Mehr Sinn. Können wir wenigstens gleich alle zusammensammeln? Ich sag ein bisschen einfacher. Feuerwerk! Durchrennen. Sag mal, was müssen wir hier unten eigentlich machen? Nix, das ist einfach nur so ein Zusatzdungeon, den wir hier leer räumen können zum Sachen sammeln. Alles klar. Wir haben jetzt eigentlich dann noch die Aufgabe, die letzte Rune zu finden. Ja. Das stimmt wohl. Ich eigentlich gedacht hatte, dass uns der letzte TK Otto da ja geben hätte. Warum? Warum? Ja.